Hey, kommt zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der FIFA 18 Rating Predictions. Wir sind am Start mit der zweiten Episode. Die erste hat euch sehr, sehr gut gefallen. Ist super bei euch angekommen, genauso wie ich es mir erhofft habe. Danke auf jeden Fall für den tollen Support und ich hoffe, dass es bei dieser Episode wieder genauso ist. Heute natürlich mit euren Spielern, die ihr vorgeschlagen habt und ich bitte euch heute wieder in die Kommentare eure Vorschläge zu schreiben, welche Spieler denn ich mal predikten soll für FIFA 18, welches Rating ihr gerne in meinen Augen wissen würdet und natürlich könnt ihr mich weiter unterstützen in der Videobeschreibung. Vorbeischauen bei OneFootball, vorbeischauen bei IG Vault, 6% Rabatt auf eure Coins, FIFA Points, PSN, Microsoft Guthaben mit dem Callbox Gaming TV, auch mit den neuen Zahlungsmethoden und selbstverständlich mein Merchandise gibt es da ebenfalls genauso wie meine Social Media Links, Instagram, Twitter und Facebook, also checkt das auf jeden Fall mal ab, ich würde mich tierisch darüber freuen. Wir kommen zum ersten Spieler für diese Episode ohne lange Umschweife, damit wir wieder nicht zu lange Zeit verschwenden und zwar ist das heute mal wieder alphabetisch geordnet. Wir haben sehr viele Stürmer dabei, aber ich denke mal, das macht gar nichts und zwar ist der erste Spieler Mario Balotelli von der OGC Nizza, zumindest momentan auch. Ich habe ihn hier mal in der Prediction für FIFA 18 zu Dortmund gepackt, weil Dortmund ja im Gespräch war. Ich weiß nicht, wohin er wechseln wird. Er ist ja ablösefrei. Vielleicht bleibt er auch bei Nizza, die ja in der Champions League, glaube ich, sogar spielen werden. Vielleicht geht er auch weg. Ich weiß es nicht. Aber wir werden sehen. Auf jeden Fall ein kleines Upgrade auf 82. 78 Pace, 81 Dribbling, 83 Shooting, 76 Physis. Er wurde ja seiner Team of the Season Karte beraubt, so ein bisschen. Hat auf jeden Fall keine bekommen. Er hat auch nicht die komplette Saison immer gespielt in der Startelf, aber er hat viel gespielt und war sehr wichtig für Nizza. Von daher hätte ich persönlich ihm schon eine gegeben, auch aufgrund seiner vielen Informs, aber hat er nicht bekommen. Von daher, ja, kann man da nichts machen und dementsprechend trotzdem die kleine Upgrade-Karte auf 82 bei Borussia Dortmund. Ich denke mal, das passt ganz gut. Wir kommen zur nächsten Karte. Das geht ganz, ganz fix hier heute und zwar ist das Christian Benteke und der spielt momentan bei Crystal Palace. Ich glaube, da bleibt er im Sommer nicht unbedingt. Vielleicht schon. Also Palace hat natürlich aufgrund des englischen Hintergrundes und aufgrund der finanziellen Möglichkeiten schon einige, ich sag mal, Chancen, den zu halten. Andererseits hat Benteke letzte Saison, nachdem er ja bei Liverpool komplett versagt hat, so krass aufgespielt und so gute Spiele gezeigt, dass es nicht so wahrscheinlich ist in meinen Augen, dass der bei so einer Mittelklasse bzw. Abstiegskandidaten wie Crystal Palace bleibt. Das wäre so Defoe-Style und Defoe ist alt und Benteke nicht. Und deswegen glaube ich, der wird wechseln. Aber egal, 83er Rating, 78 Tempo, 77 Dribbling, 82 Shooting, 67 Passen, 87 Physis. Also plus 2 im Vergleich zu seiner ehemaligen Karte. Plus 3 Shooting, vor allem ganz, ganz wichtig. Und ja, sieht sehr stark aus, denke ich mal. Er kann nicht ganz an seine alte Karte anknüpfen, glaube ich, die er bei Liverpool hatte. Weiß ich gar nicht genau. Aber auf jeden Fall deutlich besser als die dieses Jahr. Und ich denke, gerade durch seine Team of the Seasons, beziehungsweise durch seine ganze Saison bei Crystal Palace, hat er den Hatern, beziehungsweise den Kritikern bewiesen, dass er immer noch da ist und dass auf jeden Fall noch was geht. Und dass wir vielleicht nicht alles von Christian Benteke gesehen haben, sondern dass da vielleicht noch was kommt. So, ich würde sagen, kommen wir zur nächsten Karte. Und das ist Serge Gnabry. Habt ihr euch auch gewünscht, der Linksaußen von Werder Bremen, der ja zum FC Bayern München gewechselt ist, für die Ablösung von 10 Millionen, die in seinem Vertrag festgeschrieben war. Ja, sehr viel kritisiert worden dafür, für diesen Wechsel, auch nachvollziehbar. Beziehbarerweise, weil was will Gnabry bei Bayern? Was will Bayern mit Gnabry? Allerdings gab es da ja zumindest zuletzt das Gerücht über Kramaric. Und Kramaric, wenn der kommen würde zu Bayern, könnte man Gnabry an Hoffenheim ausleihen. Allerdings ist es nicht so wahrscheinlich, dass es passiert. Jetzt ist Bayern sowieso an Ronaldo interessiert, also naja. Müssen wir mal schauen, was da aus Serge Gnabry wird. Vielleicht ein Bankwärmer, vielleicht wird er seine Einsätze bekommen, vielleicht wird er doch verliehen. Ich denke mal, da sind viele Bundesligisten dran interessiert. Aber wie auch immer, ich gebe mal ein plus 2 Upgrade auf 79, aufgrund dessen aber, dass er zu Bayern gewechselt ist. Er hat eine starke Saison gespielt, allerdings eigentlich nur die Hinrunde. In der Rückrunde war er nicht mehr so stark, nicht mehr so der wichtige Teil des Teams, deswegen ist der Abgang in meinen Augen gar nicht so tragisch, weil ich finde, dass beispielsweise ein Finn Bartels in der Rückrunde deutlich stärker war. Und ja, dementsprechend plus 5 Millionen Transfergewinn für Bremen doch gar nicht mal so scheiße. Bitter natürlich trotzdem, aber das habe ich ja bereits in der MGT News erwähnt, die ihr auf jeden Fall auschecken solltet, wenn ihr das noch nicht getan habt. Kanal kostenlos abonnieren und in der Videobeschreibung, um nichts mehr zu verpassen. 88 Tempo, 82 Dribbling, 77 Shooting, 71 Passen, plus 4 Shooting, der auffälligste Stat. Ich denke mal, das hat er sich auf jeden Fall verdient, weil der ist so viel ja, stärker in dieser Hinsicht, als er es beispielsweise in der ja, letzten Saison war, beziehungsweise als, wie man es vermutet hat. Bei Olympia hat er ja bewiesen, dass er ein Torjäger ist, jetzt bei der U21-EM wieder, in der Liga ja auch, also eigentlich in der Hinrunde nur, aber trotzdem, gerade gegen Gladbach dieses Tor, ja, ich denke mal 77 Shooting passt. 79er Karte sowieso und bei Bayern erst recht. Ich denke, das ist okay. Forster Skills ist die große Frage, bekommt er die? Ich glaube persönlich nicht. In meinen Augen ist Gnabry zwar kein wirklicher Skiller, aber es wäre halt schön, wenn er so hätte. Ich glaube trotzdem nicht, dass er es bekommt. 82 Dribbling könnten sogar ausreichen, aber... Ich weiß nicht mal, ob er 82 Dribbling bekommt. Ich kann mir auch nur 80 oder 81 vorstellen. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Forster Skills für Gnabry. Ich bin gespannt. So,
Corentin Tolisso. Nächster Bayern-Spieler, 83er Rating. Plus 3 im Vergleich zur ehemaligen Saison, beziehungsweise zur letzten Saison. Auch er mit einer Team of the Season-Karte, auch er mit einer sehr, sehr starken Saison für Olympique Lyon. Und ja, ich denke, dementsprechend werden wir bei dem auch ein deutliches Upgrade sehen. Einfach aufgrund dessen, er ist der teuerste Bundesliga-Transfer und er hat einen ordentlichen Hype jetzt, dadurch, dass er zu Bayern gewechselt ist. Und er hätte sowieso ein Upgrade bekommen bei Lyon, ich denke mal so auf 81, 82. Aber der große Name FC Bayern München schwebt halt im Raum. Er wird Stammspieler sein, denke ich mal, und dementsprechend 83er Rating. Ich glaube, da muss man nicht sagen, viel zu sagen oder sonderlich viel argumentieren. Ihr könnt mir da gerne auch eure Meinung in die Kommentare schreiben, aber die Karte sieht halt einfach auch krass aus. 78 Pace, 79 Dribbling, 78 Defending, 78 Shooting, 80 Passen, 83 Physis. Ein Inform und wir haben schon einen Club 80 wieder Mitglied dabei. Er ist jetzt nicht so stark wie Rajan Nainggolan, aber ich denke trotzdem, dass das passt für den FC Bayern und ich denke auch, dass er Xabi Alonso gut ersetzen wird. Die Frage ist halt nur mit welchem Rating. 82, 83, sieht er vielleicht sogar nur eine 81. Momentan hätte er glaube ich 81. Ich bin gespannt, aber wie gesagt, einfach der große Name FC Bayern. Das ist halt immer ein Faktor, warum das Rating höher gehen könnte. Dazu die große Ablösesumme, dazu die gute Saison. Ich denke mal, 83 passt. Zumindest in meinen Augen und ich freue mich auch Tolisso in der Bundesliga. Und ich denke mal, das geht euch genauso. So, letzter Spieler für diese Episode und jetzt kommt was Kontroverses, zumindest für mich, und zwar Bobby Wood. 75 habe ich ihm jetzt gegeben. Die Frage, also er hat auch in der Duett 75. Ich frage mich nur irgendwie, wieso. Also ich kann das persönlich für mich nicht rechtfertigen, aber ich weiß, ich wäre gehatet worden, hätte ihn auf 74 gelassen. Ich werde euch erklären, warum ich das nicht so sehe. Erstmal habe ich ihm jetzt plus 2 Shooting gegeben, plus 1 Passen und plus 3 Physis und sonst nichts. Schneller ist er nicht, Dribbling hat er in meinen Augen nicht verdient und Defending auch nicht. Die Sache ist, Wood hat klar beim HSV, also er war mit der beste Spieler beim HSV, gar keine Frage, aber er war halt trotzdem nicht gut. Der hat halt trotzdem nicht so viele Tore gemacht. Der hat geackert wie ein Verrückter. Aber ich sehe da keinen Grund, den zu upgraden, weil der HSV halt eine scheiß Saison gespielt hat. Vielleicht wird es dieses Jahr wieder, also man hofft es ja, dass es dieses Jahr wieder besser wird, wie jedes Jahr. Und Wood hat auf jeden Fall auch Potenzial, aber er ist ein Zweitligastürmer, der in die Bundesliga gekommen ist und nicht restlos überzeugt hat. Also da sehe ich einen Burgstaller doch deutlich vor Wood. Und ich weiß nicht, ob man da 75 geben will. Ich finde, eigentlich er sollte Silber bleiben, aber man hätte da 75. Vielleicht auch, weil er US-Amerikaner ist und so ein bisschen Aushängeschild ist für den US-amerikanischen Markt. Deswegen könnte das passen, aber in meinen Augen von den Leistungen, rein von den Leistungen her und von den Toren her, an denen Stürmer ja gemessen wird, da wird ja nicht an Laufleistung gemessen. Und im Endeffekt hat er auch nicht so viel gerettet mit den Laufleistungen. Ja, weiß ich nicht. Also ich sehe ihn nicht auf 75, ich sehe ihn ja auf 74. Aber schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ich hoffe, ihr könnt das auch nachvollziehen. Also ich denke mal eigentlich schon, weil auch wenn man jetzt mal die HSV-Hassbrille abnimmt, dann ist doch beispielsweise ein Kostic oder jetzt ein Gregoritsch deutlich wichtiger gewesen als ein Wood. Auch wenn der viel geackert hat, aber ich weiß nicht. Ich guck mal ganz kurz nach jetzt nochmal extra für euch, wie viele Saisontore der hat. Aber mehr als 5 können das, oder 6 können das eigentlich nicht sein. Das ist halt für einen Stürmer nicht sonderlich viel. Auch, gerade beim HSV als so gesehen einzige Spitze, wo man nicht wirklich Konkurrenz hat. Marktwert hat er, glaube ich, ein bisschen gesteigert, weiß ich gar nicht genau. Also ja, im Vergleich zur letzten Saison auf jeden Fall 5 Tore hat er gemacht. Das ist halt, weiß ich nicht. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Wie gesagt, er ackert, er spielt teilweise vernünftig, aber er ist halt trotzdem in meinen Augen kein Bombenstürmer. Naja, gut, das war's von dieser zweiten Episode der FIFA 18 Rating Predictions. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir eure Vorschläge wieder in die Kommentare. Ich bin nächste Woche im Urlaub, ja. Aber es gibt trotzdem Videos, die ich vorproduzieren werde. Gerade die Ratings Predictions, die werden auf jeden Fall kommen. Von daher freut euch, ihr Christen, freut euch sehr. Bald gibt's wieder mehr Ratings hier. Naja, bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Bis dann, macht's gut, haut rein. Und ciao.